Die Zukunft leuchtet strahlend hell für Hannover 96. Ein neuer Verteidiger ist da, ein neuer Stürmer soll gegebenenfalls noch kommen. Heute ist Transfer Deadline Day. Ich bewerte mal so ein bisschen, wie zufrieden ich mit der Transferphase bin und spreche natürlich auch ein bisschen über unseren neuesten Neuzugang. Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß! Tja, Bright Array MB ist unser neuer Innenverteidiger. Linksfuß, das heißt Backup für entweder die zentrale Position von Julian Börner oder die linke Position in der Dreierkette von Luca Kreins. Kommt ablösefrei per Leihe vom FC Bayern, war eigentlich an Köln ausgeliehen. Die ganze Leihe wurde jetzt aber abgebrochen und Hannover 96 besitzt im kommenden Sommer sogar eine Kaufoption. Zunächst wurde gerüchtet, dass das nur bei Aufstieg der Fall ist. Scheinbar ist allerdings auch bei Verbleib in der Liga eine Kaufoption drin für ungefähr 400.000 Euro. Ganz kurz zur Einordnung, Array MB hat einen Marktwert von 1,3 Millionen laut Transfermarkt.de. Und während ich hier leider Probleme beim Mikrofon habe, jetzt allerdings der Sound passen sollte, eine erneute Markus Mann Masterclass. Ich meine, wir sind es ja mittlerweile fast schon gewohnt, dass unser Sportdirektor extrem gute Leistungen bringt, aber das ist mal wieder der Beweis dafür, dass 96 nachhaltig arbeitet. Und das sagt auch Array MB selber, der nämlich gesagt hat, dass 96 wieder als Adresse bekannt ist, wo sich junge Spieler weiterentwickeln können. Und wenn das der Ruf ist, den 96 entwickelt, dann sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg. Das muss man einfach so ohne Umschweife sagen. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen dazu, was ihn stark macht, beziehungsweise wie er denn eingeplant werden könnte und auch inwiefern der Deal wirklich gut ist. Aber natürlich gibt es noch ein offenes Transferfenster. Das heißt, heute könnte gegebenenfalls noch was passieren und ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr? Passiert heute noch was? Vielleicht sogar in den späten Abendstunden, vielleicht sogar in der Zwischenzeit zwischen der Aufnahme dieses Videos hier um ungefähr 17 Uhr und dem Upload. Es kann durchaus sein. Es ist zumindest gerüchtet, dass 96 noch an einem Neuner interessiert ist. Prinzipiell ist auch die Innenverteidigung mit 4 Leuten für aktuell 3 Positionen, beziehungsweise Yannick Lührs natürlich noch, aber sagen wir mal 4,5 Leuten für 3 Positionen relativ dünn besetzt. Vielleicht kommt da noch was. Sogar eine Ablöse stand zuletzt von Markus Mann im Raum. Gegebenenfalls ist man bereit dazu, eine zu zahlen. Es bahnt sich noch ein bisschen was an. Ob wirklich was passiert, werden wir abwarten, aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt, wer noch kommt und ob noch was passiert. Gern könnt ihr auch einen Daumen nach oben auf dieses Video dalassen und den Kanal kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zukünftig zu verpassen. Es ist ja so, dass wir einen sehr interessanten Matchup-Plan in den nächsten beiden Wochen haben. Auswärts gegen Hansa, die ja aktuell nicht gut drauf sind. Die Woche danach das Derby zu Hause. Das heißt eigentlich auch 2 Spiele, mit denen man ja die Siegesserie von 3 Spielen auf 5 ausbauen könnte. Vielleicht sogar müsste, je nach Anspruch. Denn Gott sei Dank ist die Ausstiegsklausel bzw. die Kaufoption bei Array MB nicht nur bei Aufstieg zu ziehen. Wenn man aufsteigen möchte, und ich bleibe dabei, dass man nicht zu große Brötchen backen darf, sondern sehr kleine Piccolini-Brötchen backen sollte, aber dann muss man diese beiden Spiele definitiv gewinnen. Und auch so wäre es natürlich sehr, sehr schön, einfach um die Euphorie weiter fortzutragen und generell die gute Laune, die gerade bei 96 außerhalb mal von dieser ganzen Geschichte um Martin Kind herrscht und den Ticketpreisen, um die weiter fortzuführen, beziehungsweise um die halt so ein bisschen noch weiter zu streuen, denn aktuell gibt es eigentlich kaum was, worüber man sich bei 96 beschweren kann. Gute Transfers, Transfers, die einschlagen, eine Mannschaft, die gerade funktioniert, Spieler wie Enzo Leopold, den nicht unbedingt jeder zugetraut hätte, dass er eine wirkliche Rolle spielen würde bei 96 in dieser ersten Saison nach seinem Wechsel von der zweiten Mannschaft von Freiburg, der wunderbarst funktioniert, ein Harvard Nielsen, der seine Klasse zeigt, ein Maxi Bayer, der langsam seine Form findet, ein Nicolo Tresoldi, der mit seinen 18 Jahren die Minuten bekommt, Derrick Höhn, der gut eingeschlagen ist, Moroya, der sich offensiv stabilisiert, einfach weil er jetzt eine andere Rolle hat, ein Luca Kreins, der das erste Mal seit er bei 96 ist, gut performt, ein Börner, der seine Form wieder gefunden hat, Neumann, der langsam bei 96 ankommt, ein Zieler, der weiterhin auf Top-Niveau agiert. Fabian Kunz ist auch angekommen, war fast der beste Mann auf dem Platz wahrscheinlich, gegen Fürth jetzt im letzten Spiel. Es macht Spaß. Es ist richtig, richtig gut und der Transfer von Array MB schlägt da, finde ich, in die gleiche Kerbe. Unabhängig davon, was jetzt in der Spitze noch passiert, ist das nämlich wieder ein Transfer, wo man sagen muss, man hat weitsichtig gehandelt, man hat nicht panisch gehandelt und man hat vor allem sehr, ja, auf Scouting sich verlassen, würde ich mal so behaupten. Weil Array MB war ja in Köln ausgeliehen seit Januar letzten Jahres, glaube ich, ist dann nicht wirklich zum Zug gekommen und man muss ja dazu sagen, dass Köln Conference League spielen wird. Das heißt, eigentlich ist es von denen total dumm, den Kader auszudünnen. Sie machen es aber, das ist auch bei vielen Kölnern nicht gut angekommen und er ist auch nach dem, was ich gelesen habe, bei denen nicht unbedingt tief im Kurs gewesen. Da war es eher so nach dem Motto, ja, warum haben wir den Jungen eigentlich nicht spielen lassen? Was immer ein gutes Zeichen ist, weil wenn jemand sagt bei einem Abgang, oh, das tut weh und nicht, oh, Gott sei Dank ist er weg,
dann zeigt das zumindest mal, dass die Fans ihn wertschätzen und dann irgendwas wird das ja liegen. Vielleicht auch in manchen Fällen wie bei Kingsley Isibue, der jetzt ja auch von Köln zu Udine gegangen ist, daran, dass er einfach ein guter Typ war und die Kabine aufgeheitert hat. Aber bei Arey Mbi, der ja nun mal erst 19 Jahre alt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das seine Hauptqualität gewesen sein wird. Kurz ein paar Keyfacts zu ihm, ausgebildet beim FC Chelsea, dann zum FC Bayern gegangen, dann vom Bayern verliehen an den ersten FC Köln. Seine Eltern wohnen in Birmingham, der Mann ist auf sich alleine gestellt und hat sich sehr gut in Köln mit Linden Meiner verstanden, den wir ja bereits aus Hannover kennen. Bei Linden Meiner muss man dazu sagen, der macht sich gerade ganz gut bei Köln, vielleicht kann er das auch an der RMB weitergeben und der wird bei 96 richtig einschlagen. Das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall, physisch starker Innenverteidiger, der technisch auch gut ist, vernünftig ausgebildet wurde beim FC Chelsea und eben Bayern, das kennen wir ja schon von Derrick Köhn und der als Linksfuß in der Dreierkette sicherlich seinen Platz finden könnte, vielleicht sogar in der Viererkette, allerdings hat er da natürlich mit Börner eine große Konkurrenz. Man wird ihn aber nicht geholt haben, um ihn spielen zu lassen, das ist, denke ich mal, ganz klar. Im Endeffekt ein sehr variabler Spieler, soweit ich das zumindest gelesen habe, der unglaubliches Potenzial hat und der, wenn 96 richtig mit ihm verfährt, ein absolutes Schnäppchen sein könnte, gerade für diese Ablöse von 400.000 Euro im nächsten Sommer. Bayern hat ein Rückkaufrecht, inwiefern die davon Gebrauch machen, beziehungsweise wie hoch diese Klausel ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo lesen konnte. Gegebenenfalls kann man die dem Bayern aber auch abkaufen, je nachdem, wie er sich entwickeln sollte. Ich glaube, selbst wenn wir in der zweiten Liga bleiben, könnte das auf die nächsten Jahre gesehen absoluter Top-Innenverteidiger für uns werden, wenn er sich denn so entwickelt, wie man es vorwegsehen kann, beziehungsweise vorhersehen kann oder wie viele vorhersehen. Schlicht und ergreifend, weil er so jung ist und halt eben die perfekte Ausbildung hat, genauso wie viele andere bei Hannover 96. Derrick Köhn ist ein weiteres Beispiel dafür. Auch bei Bayern ausgebildet, bei Willem Twee die ersten Schritte gemacht. Sicherlich mehr als Arey Mbi, aber trotzdem nicht so, dass man in Deutschland viel von ihm gehört hätte und jetzt ist er in der zweiten Liga einer der gehyptesten Spieler. Das hört sich alles schon sehr, sehr gut an und da sieht man, dass Markus Mann vieles richtig macht. Wie gesagt, das zieht sich durch die Transferphase. Es gibt wenig, wo man sich aktuell beschweren kann, wenn man sich einfach mal anschaut, was wir alles geholt haben und was für eine Startelf wir aktuell spielen. Ja, Max Bezuschkow und auch Luis Schaub sind bisher nicht angekommen in Hannover, das muss man so sagen. Schaub mit Auftritten, wo er sein Potenzial angedeutet hat, aber nicht zu seinem vollen Potenzial in der Ausfaltung gekommen ist. Max Bezuschkow ähnlich, mit Startschwierigkeiten, auch noch nicht seine volle Klasse gezeigt. Gerade gegen Paderborn in der ersten Halbzeit sah das sehr gut aus zwischenzeitlich, aber trotzdem ist auch da noch Luft nach oben. Nicht umsonst wurden die beiden jetzt erstmal gebencht. Grundsätzlich wird das der Anspruch sein, dass die beiden irgendwann wieder in die Spur finden. Gerade wenn Kunze seine obligatorische gelbe Karte bekommt, die er jetzt nur einmal nicht bekommen hat, wird der irgendwann ein Spiel raus sein. Da muss einer der beiden höchstwahrscheinlich spielen. Insbesondere, da man gegebenenfalls noch damit plant, Gael Ondua abzugeben, der ja der destinierte Sechser wäre, wenn Kunze nicht da ist. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel mit einer Doppel-6 aus Leopold und Bezuschkow spielen. Bei Schaub ist das Problem, dass der eigentlich für die Position in der Raute im zentralen Mittelfeld, was ja zu Beginn der Saison gespielt wurde, nicht so richtig gemacht ist. Das ist eigentlich ein Zehner. Auf der 10 spielt aber eigentlich Sebastian Kerk, der meiner Meinung nach auch diese Rolle in der Raute, die jetzt Schaub zuletzt gespielt hat, übernehmen könnte und besser ausfüllen könnte als Schaub. Aber jetzt gerade haben wir ja nur eine 10. Und vor allem ein zentrales Mittelfeld aus drei Positionen und nicht aus vier, wie normalerweise, weil wir ja 5-3-2 spielen oder 3-5-2, je nachdem, wie man das auslegen möchte. Und da hat sich Havard Nielsen ja nun mal festgespielt. Das heißt, für Kerk und für Schaub ist ja aktuell kein Platz in der Startelf und never change a winning team zum einen. Zum anderen macht Nielsen das auf der 10 überragend. Mal sehen, ob wie lange man das noch so machen wird. Mal sehen, ob man das gegen jeden Gegner so machen wird. Ich glaube, gerade gegen Gegner wie jetzt Braunschweig und Rostock, die nicht zu den allerstärksten zählen, könnte man das weiter ausprobieren. Tresol die reinwerfen, der sich bisher wirklich sehr gut macht und dann musst du halt einfach Nielsen auf die 10 stellen und kannst ihn nicht statt Tresoldi zum Beispiel in die Sturmspitze stellen, zumal er auch auf der 10 fast noch wertvoller ist aufgrund seiner Physis, aufgrund der gewonnenen Kopfballduelle und aufgrund seiner guten Übersicht, die er nun mal zweifelsohne besitzt, um auch seine Mitspieler in Szene zu setzen. Es ist schwierig für Schaub, Bezuschkow und Kerk aktuell, heißt nicht automatisch, dass sie nicht wieder zurückfinden können, dass sie eine Enttäuschung sind, ich glaube weiterhin, dass es sehr gute Transfers sind, aber bisher muss man sagen, die Königstransfers sind die, die auch aktuell in der Startelf spielen. Derrick Köhn auf der Linksverteidigerposition, Enzo Leopold bisher ist mit 2 Startelf-Einsätzen, aber alleine in denen hat er 2 Assists beigesteuert und gezeigt, was für ein Potenzial er hat, dazu kam der von Freiburgs zweiter Mannschaft, das ist in Anbetracht der Tatsache, dass niemand irgendwas groß von ihm erwartet hat, absolut überragend. Phil Neumann macht sich sehr gut in der Innenverteidigung, war die ganze Zeit eigentlich schon ziemlich solide und wird immer besser. Vorne drin Maxi Bayer, den man ausgeliehen hat. Dazu Havard Nielsen, den ich gerade schon angesprochen habe. Das ist wirklich gut. Derrick Köhn übrigens genau die gleiche Geschichte natürlich wie auch bei Leopold, von dem man vielleicht auch wegen der Ablöse, die bezahlt wurde, was ja für keinen anderen der Fall war, ein bisschen mehr erwartet, aber nicht, dass er die Liga so im Sturm erobert. Super Arbeit
von Markus Mann und auch von Stefan Leitl, der ja hauptverantwortlich dafür ist, wie dieses Team agiert auf dem Platz. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich bin gespannt, ob wir noch einen Stürmer holen. Hendrik Weidert ist prinzipiell wieder fit, könnte zumindest mal im Derby, bin ich mir relativ sicher, dass er spätestens da sein Comeback im Kader geben wird. Ist ja auch ein Spieler, der gerne mal im Derby trifft. Das heißt, warum nicht? Und auch von der Identifikation her stimmt das ja für so ein Spiel. Vielleicht auch schon gegen Rostock, die ja physisch sehr gut unterwegs sind. Man weiß es nicht. Aber es ist halt eben so, dass man, wenn man jetzt noch einen Spieler holt, die Offensive eigentlich ein bisschen überladen hat, mit Weidand, mit Teuchert, mit Nielsen, mit Tresoldi, mit Bayer. Stolze ist ja auch noch da, auch wenn der eher Flügelspieler ist, vielleicht ja früher oder später auch mal einen Einsatz auf der Schiene bekommt, auf der rechten, wo Moroja jetzt aktiv ist, weil ich glaube, prinzipiell kann der das schon spielen. Ja, brauchst du noch einen weiteren Stürmer? Ich glaube, ich hätte safe ja gesagt, wenn nicht mit Tresoldi geplant worden wäre. Jetzt, wo mit Tresoldi geplant wird, sage ich fast, wenn ihr keinen mehr abgebt, dann ist das unnötig. Andererseits, ey, ich sag nichts dagegen, wenn wir noch einen Knipser holen oder sowas, ne? Dann beschwere ich mich auch nicht. Aber ihr könnt mir ja eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Generell als Zeugnis würde ich eine 1- geben. Es gibt eigentlich kaum was, was Markus Mann falsch gemacht hat. Das Einzige, was er nicht geholt hat, was ich ihm so ein bisschen, ja, krumm auslege, ist halt der Knipser. Aber das kann Harvard Nielsen sein. Das hat er in der zweiten Liga auch schon bewiesen. Er war es in der ersten Liga nicht. In der zweiten kann er es durchaus machen. Und Maxi Bayer könnte prinzipiell in der zweiten Sommer 96 auch weggehen vom Vorbereiter, weggehen vom kreierenden Spieler, der nicht gut im Abschluss ist, und der Knipser werden. Alles im Bereich des Möglichen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird es ja auch Nicolo Tresoldi. Gönnen würde ich es ihm. Ich bin sehr zufrieden mit allem, was gerade passiert bei 96. Man kann das erste Mal stolz sein auf die Leistung, die auf den Platz gebracht wird und die zumindest auch in Bezug auf die Mannschaft gebracht wird von Sportdirektor und Trainer. Ticketpreise und auch das Ganze um Martin Kind lassen wir mal lieber außen vor, weil wir wollen uns auf das Positive fokussieren. Und ja, da bin ich aktuell sehr zufrieden. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da oben da, wie bereits angekündigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und